Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man den Stoffbruch dupliziert. Für Beamerschnitte eignet es sich ja immer, wenn bereits Stoffbruch dupliziert ist, dann kann man selber entscheiden, ob man den Stoff einlagig oder eben doppellagig ausschneidet. Auch ist es ja so, dass wir bei den Beamerschnitten kein Platzproblem haben und die PDFs entsprechend groß sein können, damit auch alle Schnittteile draufpassen. Was ja beim A0-Format oder auch beim A4-Format aufgrund von Papiersparen bzw. Platzsparen eher weniger gemacht wird. Die Schnittteile dupliziert ihr am besten einzeln. Hierfür markiert ihr euch das erste Schnittteil. Je nachdem, ob ihr die Beschriftung mitduplizieren möchtet oder nicht, müsst ihr eben die Beschriftungsebene ein- oder ausblenden. Dann geht ihr einfach mit Steuerung D auf Duplizieren oder mit Rechtsklick duplizieren und dann könnt ihr oben diesen Pfeil anwählen mit Spiegeln. Und jetzt könnt ihr einfach den Schnitt ansetzen. Ich zoome dafür etwas rein und jetzt kann ich hier unten diese Ecke anfassen und jetzt genau auf die andere Ecke draufsetzen. Auch hier hat er wieder die Einrastfunktion und schon habe ich das erste Schnittobjekt dupliziert. Das mache ich natürlich mit allen anderen Schnittteilen auch. Steuerung D duplizieren und spiegeln. Ich mache das jetzt nicht im Gesamten für die gesamte Datei, weil jetzt hat er mir ja die Duplizierung, noch markiert. Wenn ich es jetzt für alles machen würde, dann müsste ich für jede Ebene mir wieder die Schnittteile raussuchen, um sie einzeln zu markieren. Hier passt es jetzt noch nicht ganz mit der Anjustierung. Die Feindetails könnt ihr auch jederzeit mit der Tastatur machen, dass ihr einfach da mit dem Pfeiltasten nochmal rauf und runter geht. Und hier müssten wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen näher reingehen, beziehungsweise raus, dass ich also wirklich sehe, okay, hier habe ich jetzt nur eine Linie. Und dann das Ganze hier unten auch nochmal. Und sehr schön ist natürlich beim Beamen, wenn wir hier trotzdem diese Stoffbruchlinie drin haben, weil dann können wir es einfach selber entscheiden, ob wir den Stoffbruch haben möchten oder nicht. Das macht ihr jetzt also für die Teile theoretisch auch noch. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier ein Teil, das muss zwar nicht im Stoffbruch zugeschnitten werden, aber gegengleich. Und je nachdem, wenn ihr das möchtet, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr das auch gegengleich anbietet. Also sprich einfach auch duplizieren, spiegeln und dann einfach ein Stückchen versetzt, also nicht direkt hier ansetzen, aber einfach so ein Stückchen nebendran das Ganze hinsetzen. Ihr könnt natürlich jetzt auch wieder beigehen und sagen, okay, die Schrift möchte ich jetzt aber nicht gespiegelt haben, die drehen wir einfach wieder um. Da müsst ihr gerade bei den Größenangaben natürlich gucken, ob das überhaupt noch passt von der Positionierung her, gegebenenfalls ein bisschen anpositionieren. Aber so wäre jetzt der Vorteil, dass ich eben den Stoff nur einmal hinlegen muss und nicht im Stoffbruch und könnte das jetzt so direkt ausschneiden. Genau, das jetzt zum Stoffbruch und wie es dann weitergeht, schaut einfach in meine anderen Videos rein. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit und gutes Gelingen.